Ja, scheint so. Hey! Yay! So, dann bist du noch frei und du noch frei. Hier wird's ja gerammelt voll, ich geh mal hier raus. Hier bin ich drin mit voll gerammelt und dadurch wird's voll gerammelt voll. Ja, du musst deine Witze nicht erklären. Nein, das ist mir jetzt im Nachhinein erst gerade aufgefallen. Ich hab da nicht mal dran gedacht. Boah, ich glaube, ich gehe jetzt doch mal ein bisschen meinen oder irgendwie sowas. Doch, das mache ich jetzt mal. Dann mach das mal. Habt ihr irgendwie gerade Lust zu? Noch mehr Schafe miteinander pimpern lassen. Los. Erfahrungspunkte einsammeln. Erfahrungspunkte? Ja. Ich hab schon fast Level 2 erreicht. Langweilig. Und die seltsamen Geräusche gehen wir hier von uns. Los. Schafvermehrungsaktion. Schaffe. Oh Mann. So, jetzt bin ich. Habe ich noch irgendwelche Farbstoffe dabei? Nee, natürlich. Also, ich habe noch eine Menge hier, ne? Ich habe noch 36 mal grün da und so wird alles. Naja, ich schaue jetzt hier nur gerade, wie es jetzt gerade wolltechnisch aussieht. Je nachdem, wie groß ich die Stände halt dann aufbauen will. Ja, das musst du wissen. Du bist unser, naja, unser Marktmann. Der Marktmann. Wenn ich mich kurz vorstellen dürfte, ich bin Marktmann. Marktmann. Marktmann, der größte Held in deiner Welt. Ja. Oh, der war ja schon. Was sind eigentlich so, also was hast du noch irgendwelche, hatten wir das schon mal mit Superhelden und sowas? Weiß ich nicht. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ich fange jetzt einfach mal an. Was hast du so für Superhelden, die du sagst? So, das war eigentlich ein total cooler Typ. So. Ich bin Spider-Man-Fan. Spider-Man. Also, weil Spider-Man. Du so ein Spinner bist, oder? Ja, genau. Passt so gut zu mir, weißt du? Genau so wie ich eigentlich. Wir sind eigentlich beide so Spider-Man-Typen. Nee. Batman? Batman ist irgendwie an mir vorbeigegangen damals, so als Kind. Inzwischen finde ich den ganz cool, also. Welche Batman-Teile, ne? Das ist jetzt auch die Frage, weil es gibt ja mehrere Batman-Filme praktisch. Ja, ich weiß, aber ich finde gerade die von Tim Burton gemacht sind, ziemlich, ziemlich gut, also die älteren eher. Die älteren, ja, die hier mit, die älteren, die mit, ne? Ja, ja, da wo Batman, glaube ich, noch keine Nippel auf seinem Superman-Anzug hatte. Kann sein, also, Moment, wo Batman noch keine Nippel auf seinem Superman, weißt du? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also ich muss sagen, ich kenne die Schauspieler alle nicht und ich weiß einfach auch nicht, wie sie heißen. Da muss ich mich raushalten. Also ich weiß im Neuesten, das ist ja hier der, wie heißt er, Keith Ledger oder so? Nee, nicht Keith Ledger, Christian Bale. Keith Ledger war ja der Joker. Ja, genau, der Bale, der hat da ja mitgemacht. Also das ist aber auch der Einzige, den ich weiß. Ich weiß, dass George Clooney mal eingespielt hat und mehr weiß ich dann auch schon nicht mehr. Echt, George Clooney? Ja gut, ich muss auch sagen, ich fand damals diese uralte Batman-Serie auch absolut geil. Ja. Also dieser billig Gammel Batman, ne? Du meinst hier mit Stoffanzug und so noch. Wo auch immer die tollen Ratschläge kamen, ne? So, wo sie hier irgendwie parken und dann Robin so zu ihm so: Batman, was machst du da? Du brauchst doch da kein Geld einwerfen. Kein Polizist der Stadt würde dem Batmobil einen Strafzettel geben. Robin, pass auf. Dieser Penny, der wird für den amerikanischen Straßenbauer hier sag mal, verwendet werden. Damit wir auch in Zukunft auf guten Straßen fahren können. Ja, Batman, du hast natürlich recht. War das so eine Ethik-Sendung, ja? Ja. Weiß ich nicht mehr. Genauso, das hatte ich mal in so einer Compilation gesehen. Also ich habe da wirklich auch nie wirklich viel gesehen. Ne? Also ich kenne auch nur ein paar Szenen, die ich jetzt aus der neueren Zeit praktisch kenne. Ja. Ich weiß, ich habe irgendwann mal eine Folge gesehen, da hatten Bösewichte von Batman so einen Strahler entwickelt, mit dem sie den Leuten die Körperflüssigkeit ausgesaugt haben, weil ein Mensch besteht ja zu 80% aus Wasser, oder wie sie da gesagt haben, ich weiß es gar nicht mehr. Und damit haben sie dann das Wasser aus den Körpern praktisch rausgestrahlert. Und dann waren da dann so bei irgendwelchen total wichtigen Politikern oder so. Und dann waren da so Häufchen Asche noch übrig praktisch. Und am Ende der Folge hat Batman den Strahl dann umgekehrt und hat das Wasser wieder zurück in sie reingelasert. Und dann saßen sie alle wieder da so: was passiert? Okay. Also das war so ein, also eigentlich die Folge, die wirklich bei mir hängen geblieben ist, an die ich mich wirklich noch erinnere. Weißt du, worüber ich mich gerade wundere? Du musst mal ganz kurz vom Thema ablenken.
Ich habe mir gerade eine neue Spitzhacke verzaubert und habe da einmal Behutsamkeit 1 drauf und Effizienz 3. War Effizienz nicht das, da ist mehr aus den Dingern rausgedroppt? Effizienz, du baust schneller ab. Achso, das war das, okay. Dann habe ich mich geirrt. Gut, okay, erzähl weiter. Ja genau, und dann gab es dann noch eine wunderschöne Folge, wo Batman und Robin irgendwelche, ich glaube Alkoholiker waren es, vor irgendwelchen Schurken gerettet haben. Und dann hat halt so Batman so voll cool, also so Batman irgendwie so abgelassen, so, ja, weißt du Robin, Alkoholiker, das sind keine Menschen. Sie vergiften freiwillig ihren Körper, so nach dem Motto irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie die Wortwahl war. Und das ist etwas, was man nicht tolerieren kann und sollte in unserer Welt, bla bla, ne? Okay. Am Ende auf alle Fälle dann so, ja, Batman, warum hast du denn trotzdem die ganzen Alkoholiker gerettet? Ach, weißt du, Robin, vielleicht bessern sie sich ja doch eines Tages. So, okay. Erstmal so, weißt du, so über Leute, die ein ernsthaftes Alkoholproblem haben, so übelst herziehen und dann nochmal so auf die Notbremse steigen und sagen, ach nee, eigentlich war es ja nur Spaß. Man weiß ja nie, ne? Ja, man weiß ja nie, wer zuschaut, ne? Ja. Oder wer zuhört. Außerdem ist es aber auch ganz schön hart, das so pauschal zu sagen irgendwie. Ja. Es ist ja auch immer so, gerade so, was so Alkoholiker jetzt wirklich angeht, das ist ja meistens auch irgendeine Vorgeschichte, irgendein Problem, was dabei entstanden ist, ne? Ja, genau. Also wodurch das so entstanden ist. Und das ist halt dann schon ziemlich mies zu sagen, so ja, das sind alles eigentlich keine Menschen, die haben eigentlich ihr Lebensrecht verwirkt. Naja, genau, das ist halt irgendwie dumm und etwas zu hart. Yep. Ich muss gerade mal ein bisschen Platz beim Inventar schaffen für die Wolle. Ich muss mir gerade mal noch schnell eine Schaufel craften, das habe ich irgendwie gerade vergessen. Ich bräuchte mal irgendwo was, wo ich ein bisschen Zeug hier wegschmeißen kann. Ich glaube, ich gehe und sprühe meinen Samen jetzt ins Meer. Klingt doch gut. Das klingt irgendwie versaut. Genau, das war eigentlich auch der Plan. Huh? Ja, wollte ich gerade sagen, du hast das doch bestimmt so vorgehabt. Moment, ich wollte zurück zur Weide von den Schafen. Zur Schafsweide. So, jetzt aber. Was denn? Jetzt gehe ich meinen. Was meinst du? Das meine ich. aufhören. Mach das aufhören. Kann man eigentlich irgendwie auch hier Erde setzen, dass da nichts nachwächst? Also, dass da kein Gras drauf wächst oder so? Keine Ahnung. Kann man die da irgendwie einsauen? Wieso, was hast du vor? Ansonsten müssten wir da Kies nehmen. So ein bisschen so eine kleine Reiterbahn oder sowas hier bei uns auf diesem Platz vorm Bauernhof da. Ah, das okay. Sieht auch schon ziemlich leer aus. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, sowas hier von wegen, ne? Oh, wir reiten im Kreise. Und das ist schon ziemlich scheiße. Ja, wir müssen uns mal so ein bisschen an die Details da machen, dass das alles nicht so, genau, nicht so ganz leer ausschaut. Dass wir mal ein bisschen Leben in die Welt bekommen. Genau, und für alle, die sich jetzt wundern, was ich jetzt mache, ich grab mich jetzt einfach stumpf in die Erde. Ist ein bisschen langweilig, ich weiß, aber... Vielleicht finden wir ein Thema, was euch interessiert. Ja. Zum Beispiel, Batman. Vielleicht finden wir ja was Spannendes. Aber wir könnten mal kurz die Monster anmachen, wenn ich jetzt meinen gehe. Es wird aber gerade Nacht, warte mal, dann mache ich hier mal eben, Moment. Also kannst du dir oben immer Tag anhalten. Ja, warte, so, dann stelle ich hier mal auf Tag um und warte mal, wie war das? Difficulty. Sense. Nein, dann war es so rum. So, okay, steht auf einfach. Jetzt können Monster eben spawnen. Und dann haben wir auch hier vielleicht noch ein bisschen Spannung bei. Es kann nicht sein, dass es passiert ist. Ihr seht, wie Yuvi auf unglaublich brutale Weise niedergemetzelt wird. Ja. Und wenn ich dann seine Leiche finde, werde ich da einen Fuß finden. Da einen Fuß, da einen Arm. Da ein Stück von seinem Hirn. Ein kleines Stück von seinem Hirn, weil groß ist es ja nicht. Nee, da kann nicht zu viel passieren. Yuvi Flame für heute, check. Ja, hast du gut gemacht. Ja, ich bin stolz auf mich. Ich habe ja meine Checkliste, was ich so am Tag immer erreichen will, ne? Heute habe ich draufstehen wie jeden Tag UV Flame und das war's auch schon. Dann kommt die Weltherrschaft und so.
Nee, nee, das steht auch nicht mal drauf. Also das habe ich auch nicht draufstehen. Das ist mir eigentlich zu doof, okay. Zu viel Arbeit. Uah. Waren wir hier schon mal? Sieht das so hell aus. Nee, das Lava. Tatsächlich, hier waren wir schon mal irgendwann irgendwie irgendwo. Nein, da waren wir schon mal. Das ist ein Smaragd und da kommen Zombies. Smaragd-Zombies? Mein einziges Problem ist, ich habe ein fast kaputtes Schwert nur mit. Egal. Tja, Juri. Ich wollte es ja unbedingt. Mhm. Deal with it. Los, ihr scheiß Schafe. Kriegt Wolle. Nein? Kannst du? Nein? Kannst du noch pimpern? Ja, du kannst noch pimpern. Sehr gut. Okay, da ist ein oranges rausgekommen. Das heißt, es war ein rotes Schaf. Achso, ja, ich sollte auch dran denken. Jetzt, wenn wir auf Easy haben, muss ich mir auch was zu essen holen. Oh, stimmt. Oh, puh, ich hab zum Glück was dabei. Gut, dass du es sagst. Das fällt mir gerade so auf, so warum renne ich nicht mehr? Warum Boah, das habe ich aber auch total vergessen. Schlecht. Aber wirklich gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, da bin ich doch nicht so. Ich meine, ich will dich zwar jederzeit tot sehen, aber nicht verhungern. Verhungern ist ein scheiß Tod, glaube ich. Ich glaube auch. Apropos verhungern ist ein scheiß Tod, das bringt mich auf ein wirklich gutes Thema. Lukas, was kommt denn jetzt? Ja, also, ne, bringe ich auf ein gutes Thema. Da habe ich ein Buch mir vor nicht allzu langer Zeit gekauft. Das nennt sich Machine of Death. Das ist was man heutzutage auch nicht mehr wirklich oft findet. Das ist nämlich eine Kurzgeschichtensammlung. Ja. Und es spielt, also die Thematik, also von verschiedenen Autoren. Und die Thematik geht darum, es ist halt in der Welt, ist praktisch eine Maschine entwickelt worden, mit der man durch eine Blutprobe die Todesursache feststellen kann. Ja. Also es ist dann teilweise ein bisschen kryptisch drauf. Wow! Wow! Im Bauernhaus ist ein Creeper gespawnt. Oh. Der hat hier gerade ein kleines Löchlein in die Wand gesprengert. Alter. Das Arschloch, ne? Ich hätte gerade fast einen Zombie in Lava gekickt. Hab ich Eichenholz? Nein, natürlich habe ich kein Eichenholz. Ich kann es auch gerade nicht reparieren. Ja, kümmern wir uns später drum. Dann weiß ich doch nicht viel, was kaputt gegangen ist. Von dem her passt das schon. Ja, alles gut. Erzähl mal weiter von dem Buch, das klingt aber spannend. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Und es hat, wie gesagt, von verschiedenen Autoren dann so ein bisschen die Idee halt aufgegriffen, dann praktisch. Und dann hat so jeder ein bisschen eine Geschichte dazu geschrieben. Und die sind dann halt so veröffentlicht worden. Und es ist halt doch schon relativ interessant, weil es halt auch die Todesursachen nicht dasteht, so wird vom Auto überfahren am so und so vielten und alles, sondern das Ganze ist halt, wie gesagt, kryptisch dargestellt, so von wegen Ertrinken. Das ist deine Todesursache. Es kann aber mit allem passieren, ne? Leute sind dann vielleicht so, okay, dann gehe ich einfach nicht mehr in die Nähe von Wasser, ich habe meinen Tod ausgetrickst. Die Todesursache tritt ein. Irgendwie tritt sie immer ein. Also es ist da so ein bisschen, wie hießen denn diese Filme hier? Mit dem Tod und so, hier mit dem Flugzeug, weißt du, wo Leute sich im Flugzeug setzen und überleben und den Tod überlistet haben und sich denken, oh, wir sind so godlike. Nee, sagt mir nichts, kenne ich nicht. Kennst du bestimmt? Da hat mal jemand von erzählt, das auf alle Fälle, aber ich würde mir jetzt so nichts sagen, muss ich sagen. Komm halt nur noch nicht auf den Namen gerade. Fällt mir bestimmt noch ein. Ja, also wie gesagt, auf alle Fälle von der Thematik her halt saugeil. Da gab es halt auch dann so ein Kapitel über, da war die Todesursache Verhungern. Da geht es halt dann um zwei Soldaten, die irgendwo in, irgendwo halt praktisch einen Flugzeugabsturz, glaube ich, was hatten. Ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich gelesen habe. Die mit dem Flugzeug abgestürzt sind, dann da praktisch in feindes Gebiet überleben müssen. Und sie sagen sich halt ihre Todesursachen. Der eine verhungern und der andere wird von einem Kameraden oder so getötet, ne? Okay. Also dann, und dann halt wirklich so, du denkst dir so, okay, wahrscheinlich wird der eine den einen Typen töten und dann aber trotzdem nach einer Zeit verhungern oder so, ja. Er sperrt ihn halt dann irgendwie ein, bricht ihm, glaube ich, hat ihm die Beine gebrochen oder der hatte die Beine gebrochen, ich weiß nicht, der verhungern sollte. Kümmert sich halt dann um ihn, bringt ihm immer ein bisschen was zu essen und so weiter. Und auf alle Fälle werden sie halt dann am Ende beide noch gerettet.
Und der eine denkt sich dann so, während er im Krankenhaus liegt und langsam wieder vitalisiert praktisch, also hier Aufbausubstanzen und so weiter für gespritzt bekommt, denkt er sich halt dann hier, scheiße. Und den ganzen Verhungerungsprozess, den ich jetzt so vor mir, also den ich jetzt so mehr oder weniger durch habe, habe ich nochmal vor mir. Ja. Da ist halt dann so richtig happy drüber, ne? Und da, also dadurch bin ich halt über das Verhungern da drauf gekommen. Okay. Klingt aber echt ganz interessant. Dann ist auch eine sehr schöne Kunstgeschichte drin, die ist über einen einzigen Satz, ist die komplette Geschichte. Aufgebaut. Okay. Und es heißt, also der Abschnitt heißt HIV-Infektion durch eine Todesmaschine. Und der ganze Satz von ihm ist, oh, das ist jetzt ungünstig. Ja, allerdings ja. Muss man da auch bedenken, ist es jetzt wirklich da schon passiert oder wird das später nochmal irgendwann überprüfen, ob das wirklich stimmt und er infiziert sich später erst? Man weiß es nicht. Und das ist halt, das ist an dieser, also an diesem Buch praktisch, finde ich, echt ein sehr schöner Anreiz, das zu lesen. Und das ist halt wirklich extrem interessant. Okay, vielleicht, wenn ich mir das mal merke und das nächste Mal wieder im Buchladen stehe, werde ich da mal gucken.